Hallo, liebe Leute, ihr habt wieder eingeschaltet bei den Dschungel-Ossis. Wie immer mit dabei, die Nancy. Und der Christian. Wir grüßen euch. Guten Morgen, guten Morgen. Heute zeigen wir euch unseren Weg. Genau. Wie wir den gejerbert haben und wie wir hier unser Grundstück das erste Mal gesehen haben. Ganz genau. Das kommt heute alles in einen Dreierpack. Ja, dann dreh dich mal kurz rum, dann kannst du mal zeigen. Das ist der Weg. Von da kommen wir. Von da kommen wir. Da ist die City irgendwo. Da ist irgendwo mal die Straße. Oder rechts oder links. Ja, und so sah es hier überall aus, nur noch viel schlimmer. Und 3 Tage lang haben wir hier geschwitzt und gestunken. Ne? Oh, wir haben gearbeitet, ihr glaubt es nicht. Und das hier zu reinigen, liebe Leute, unglaublich, so viele mache ich nie Stunden. Wieder. Ja, es war echt anstrengend. Also hier ist der Weg, hier beginnt der Weg jetzt nicht von unserem Grundstück an, ne? Aber hier haben wir gejerbert, rechts und links immer 1 Meter rein. Ja. Ne? Weil wir haben euch ja erzählt, auf der Area, wo wir da waren, liebe Leute, haben wir ja gesagt, wir müssen den Weg, wo wir da durchfahren, zur City liegen lassen. Aber wir mussten es machen. Es sind auch zu viele Tiere dann und so ist es einfach wieder sicherer. Und jetzt fühlen wir uns auch ein bisschen wohler. Aber es war sehr viel Arbeit, muss man sagen. Aber guckt euch das an. Rechts und links und in der Mitte einfach sauber gemacht. Ne? Und jetzt hier laufen wir einfach jetzt mal lang. Genau. Und dann kommen wir zu der Geschichte mit dem Grundstück, was die uns als erstes, wo wir hier angekommen sind, gezeigt haben. Genau. Man muss dazu sagen, da war das hier alles auch grün. Da war das komplett. Wie gesagt, wir haben das jetzt hier alles. Ich muss mal kurz die Anna rufen. Anna? Anna, Schatz. Anna, komm. Komm, Schatz. Ja, fein. Wir müssen hier lang. Komm, Schatzi. So ist fein. Ja, auf jeden Fall das Grundstück haben sie uns jetzt hier dann demnächst, wo wir gleich hinkommen, als erstes gezeigt. Und hier war alles grün. Alles komplett. Ihr seht das vielleicht. Also wirklich, noch wir haben das hier richtig rechts und links, haben wir hier 1 Meter und in der Mitte alles weggemacht. Ja, hier ist natürlich noch was, ne? Aber. Aber so sieht es jetzt wieder besser. Es war alles so zu. Also. Durchlaufen oder mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad wäre ich hier nicht. Nee, also mit dem Moped wärst du gar nicht mehr hier durchgekommen. Nein, es ist auch gerade so, wir haben ein paar Zecken und das möchte man nicht haben. Ja. Aber guck mal, wie schön das jetzt wieder ist. Dieses Grundstück hier drüben, das sind 40 Hektar, ja, das gehört dem Lorenzo und das ist auch ein Traumgrundstück. Ihr werdet gleich sehen, da ich zeige euch mal einen Baum hier vorne. Das ist ein Monster und auf der anderen Seite steht auch noch so ein Teil. Und hier, wenn wir jetzt hier rumkommen, genau. Ne, Hase, pass auf, hier, bevor es jetzt hier vorne gleich rechts geht. Hier sind, war Schluss. Genau, sind wir gerade durchgelaufen. Genau, also ihr müsst euch vorstellen, hier war alles zu, alles Dschungel. Hier war alles zu, genau. Hier sind wir gerade reingelaufen und dann haben die uns dieses Grundstück hier drüben gezeigt. Hier, wo der dicke Baum ist, der zweite. Ja, weil man muss dazu sagen, die haben uns das Grundstück ja angeboten mit Straßenzugang oder mit Wegzugang, richtig. Wie auch immer. Und bis hier ist der Weg gegangen. Genau. Dieser Weg hier drüben, das sind 180 Meter. Ja. Der war komplett zu. Da war gar kein Weg, da war eine Mauer von 1 Meter oder so und das ging bis hinten durch. Und keine Straße, kein Durchkommen, wir mussten mit den Manschetten uns da erstmal durchschlagen. Ach. Und das ist unser Weg. 180 Meter haben wir jetzt auch gejerbert. Ja. Das waren jetzt hier vielleicht auch noch mal so 50 Meter von da hinten, von denen, wo wir gerade gekommen sind. Ja, und dann haben wir uns dieses Grundstück hier drüben angeguckt. Und ja, da haben wir natürlich direkt zugeschlagen, ne? Ja. Direkt mit Weg, alles komplett. Wir mussten keinen Weg machen. Ja, und dann ein paar Tage, wie gesagt, haben sie ja angerufen und haben gesagt, ja, das ist das falsche Grundstück. Missverständnis. Missverständnis. Wir müssen weiter rein. Ja, dann sind wir wieder hier hin, dann sind wir hier wieder hin und dann mussten wir hier reinlaufen. 180 Meter, nicht wahr, Christian? 180 Meter. Durch den Dschungel durch. Ja, Wahnsinn. Und mussten diese Straße hier herstellen. Und jetzt, wie gesagt, auch jerbern, weil das war hier eine Katastrophe. Also nach einem Jahr ist das so zugewachsen. Unglaublich. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Haben wir alles frei gemacht, aber fix und foxy. Nicht nochmal. Ja, 180 Meter geht er jetzt bis zu einem Tor. Und dann kommt unser Grundstück. So, und das sind jetzt hier auch so diese Riesenbäume. Und die sind so fantastisch. Die gehören dem Lorenzo und der Luisa. Das Grundstück hier drüben, was sie uns gezeigt haben, das ist von der Luisa gewesen. Ja. Weil die ist auf dieser Seite, hier drüben links. Und hier ist der Lorenzo mit den 40 Hektar auf der rechten Seite. Und die haben uns diesen Weg machen lassen,
da musste jeder 1,50 Meter von seinem Grundstück dazugeben. Und da die Luisa eine Mauer hatte, konnten wir das natürlich sehr leicht herausfinden, ganz genau, wer 1,50 Meter zugibt und wer nicht. Weil das war der Luisa sehr wichtig, dass sie wirklich auch nur 1,50 Meter abgibt. Da sind die ganz genau. Da sind die sehr genau, die Mexikaner, genau. Aber wir haben sie bekommen, jetzt haben wir den Weg und hier fahren wir immer durch. Ja, das ist unser Weg zum Grundstück, Leute. Zeigen wir euch. Das haben wir alles gejabbert, ne? Also das war Wahnsinn. Also wir sind hier richtig durchgeflitzt diesmal. Ich glaube, so 4 bis 6 Stunden am Tag haben wir gemacht. Ja, 4 Stunden, glaube ich. Also das war schon heftig. Ja, Hammer, ja. Und wie gesagt, das Grundstück hier drüben haben sie uns gezeigt. Hier steht auch so eine kleine Hütte. Ich weiß nicht, sieht man bestimmt da, wo das Holz, ja, alles natürlich, genau. Und da waren auch so alte Artefakte, wo die gekocht haben, gesessen haben, genau. Und ja, da waren wir schon begeistert. Aber jetzt, ja, gehen wir hier lang. Alles sauber gemacht. Oh, 3 Tage. Leute, ich kann es euch sagen. Das nächste Mal muss ich, glaube ich, Hilfe organisieren. Ja. Das ist so anstrengend. Und wie gesagt, wir haben ja die Area hinten gemacht, ne? Und für diese Straße war auch ein Bagger da, oder? Ja, aber der hat nur das Material. Der hat nur das Material hierher gebracht. Genau, und diese Steine hier nebenan, genau, hier, die kann ich mal kurz zeigen. So. Diese großen. Diese Teile da, ich weiß nicht, gibt es auch hier ein bisschen größer, die liegen immer hier so am Rand. Die haben die hier hingepackt. Da haben wir Bilder, wir haben das da noch nicht aufgenommen. Das ist so irre, das haben 6 Wahnsinn. Leute hintransportiert auf diese Straße. Also richtig, ich weiß nicht, wie viele reingelegt. Steine das sind. Keine Ahnung. Das unfassbar. Sind Hunderte unfassbar. Gewesen. Und dann kam der Bagger und hat das Material, diesen Schutt, auf die Straße drauf gemacht. Und die haben das nur noch verteilt. Ja. Dafür war der Bagger da. Ja, der hat das Material bei uns fürs Haus abgetragen, aber das hat er hierher gebracht. Guck mal, wie schön das hier ist. Mhm. Jetzt, wo es wieder so frei ist, jetzt sieht das so richtig schön aus. Traumhaft. Einfach. Ich meine, es ist echt eine Menge Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Ne? Also zu zweit fast nicht machbar mit dem Rest, was wir noch machen müssen. Guckt euch das mal hier an, wie es hier aussieht. Die haben ja alle so noch alte Bäume stehen. Bei uns wurden ja leider Bäume gefällt aus gesundheitlichen Gründen. Die brauchten Geld. Deswegen haben wir nur so 20 Jahre oder halt die ganz alten Bäume. Wir haben auch noch ältere Bäume auf unserem Grundstück. Dann über hunderte. Aber 100, nur ein paar, ja, leider. Aber so, jetzt drehe ich mal kurz um. 180 Meter sind das. Und der Weg ist natürlich mega. Ja, wirklich schön, muss man sagen. Traumhaft. Haben wir natürlich auch alles nur hier reingeschmissen, ne? Alles hier nur reingemacht. Wir hatten hier diese Diablo, wie heißt das hier? Jetzt weiß ich nur noch Diablo, jetzt weiß ich nicht mehr. Eine Heugabel. Eine Heugabel. Und alles dann nur rechts und links reingemacht. Also ja, da sagt doch keiner was, das ist ganz normal. Weil im Sommer ist es dann eh vertrocknet. Richtig. Ne? Und im Sommer, in der Regenzeit wächst es einfach wieder zu. Ja, und wir können sagen, im Prinzip von der Hauptstraße bis jetzt hier zum Eingangsbereich sind es um die 1,8 Kilometer. Ja, fast 2 Kilometer, würde ich sagen. Ja, fast 2 Kilometer. Ja, das sind 2 Kilometer bis also mitten zum im Dschungel. Haus. Man, ja, fährt erstmal 2 Kilometer durch den Dschungel. Herrlich. Ja. So, und dann kommen wir auch jetzt hier an. 180 Meter ist ja auch irgendwann vorbei hier. Kommt dann so ein größerer Platz, würde ich jetzt mal sagen. Und da kommt auch der Zaun. Und da wohnen die Dschungel-Ossis, der Christian und die Nancy. Ja, das ist der Weg, den haben wir gemacht. Und natürlich gejabbert. Und wie gesagt, ihr habt das Haus gesehen. Also nicht das Haus, das Grundstück, was wir als erstes sehen durften. So, und das ist unser eingezäuntes, ich weiß nicht, 2 Hektar oder 4 Hektar sind, oder 4 Hektar haben sie eingezäunt. Sind eingezäunt. Hier sieht man das. Und da, nach da geht es 400. Und nach da geht es 500 und dann kommen wir auf 21 Hektar. Ja, immer ein paar zerquetschte, ne? Ja. Und das ist der Eingang hier, Leute. Das ist der Weg. Hier fahren wir immer raus und rein. Und da geht es dann rum. So sieht das hier aus. Das haben wir alles gemacht hier. Alles gejerbert. So wie es da drinnen jetzt aussieht, so war es hier überall. Ja, komplett. Also ich konnte auch, ich muss hier immer das Tor aufmachen. Dann stelle ich mich da hin. Da war es so grün, ich habe schon Angst gehabt. Ich habe dem Christian gesagt, wir müssen das jetzt irgendwann machen. Wir müssen es machen. Und immer nur, wenn wir hierher gefahren sind, ne, raus in die City, dann ist es uns wieder eingefallen. Ja, aber jetzt haben wir es durchgezogen, Leute. Ja, Dschungel-Ossis.
Genau, hier ist der Eingangsbereich. Hier haben wir auch schon ein bisschen gescherbert bis nach unten zum Park. Wir haben ja schon einmal den Park gemacht, ne Christian? Ja. Christian muss jetzt hier noch zumachen. Also ich muss sagen, und da waren wir echt fleißig. Also so fühle ich mich auch. Viele Moskitos. Ich muss echt sagen, so fühle ich mich auch. Ja, Moskitos, wir haben Regenzeit. Heute ist mal ein schöner Tag. Ja, Gott sei Heute Dank. Heute ist mal ein schöner Tag. In der Regenzeit und es ist immer warm. Ja, hier haben wir auch gejerbert. Ja. Wir haben jetzt unseren Stein wieder freigelegt. Da kommt drauf die Dschungel-Ossis. Also genau. Stefan, wenn du das Video siehst, da kommen die Dschungel-Ossis drauf. Dein Stein. Dein Stein, Junge. Tada! Das ist er. Extra freigemacht. Kannst du dir was einfallen lassen? Ganz schlicht und einfach. Die Dschungel-Ossis. Ah. Ja, hier haben wir auch schon. Wie gesagt, wir sind hier durchgebrescht. Das ist das Grundstück von uns. Alles, was ihr hier jetzt seht, Leute, gehört uns. Hier gehen wir dann praktisch aufs Haus zu. Und wenn wir hier links abbiegen, zur Materialbank. Hier haben wir auch schon hier Haufen zusammen gemacht. Hier war auch alles grün. Ihr glaubt es nicht. So wie es hier auf dieser Seite aussieht, so sah das hier überall aus. Sieht, wie der Park aussieht. So. Ja den Park das war wirklich zu. Die Mitte war zugewachsen und dann immer bis dahin. Also, es war nicht mehr angenehm, überhaupt hier durchzulaufen oder überhaupt das Schöne hier zu sehen. Ja. Weil das ist ja schon geil. Wir haben ja hier den Park gemacht, hier drüben auf der Seite. Und hier haben wir den hier haben wir schon freigelegt jetzt. Da haben wir unser Holz wieder gefunden und wir haben unsere Kakteen wieder gefunden. Oder Agaven, besser Agaven, gesagt. So, ne? Und dann müssen wir hier noch ein bisschen machen. Ja, ein bisschen was heißt ein bisschen? Gut, ne? Die ganze Seite. Der Christian, der wird sich freuen. Das ist so heftig mit der Manschette, oder? Wir haben geschwitzt. Das kann ich euch nicht vorstellen. Eine Luftfeuchtigkeit haben wir hier gehabt von 100%. Zwar in der Nacht, aber den ganzen Tag über war es auch schon 70, 80. Ja, das war schon hart. Also, ja. Meine Güte, jetzt müssen wir erstmal wieder eine Woche Pause machen und erstmal was essen. Oh richtig, Gott, was essen! Ja! Ja, so sieht's hier aus. Die Hunde hört er jetzt auch bestimmt mal zwischendurch. Das sind welche angeleint, weil die hauen sonst ab. Richtig. Die wollen sich auch mal mitteilen. Ja, und da hinten geht es dann weiter rum. Und da steht unser Haus. Mhm. Und da hinten ist unser Area. Und somit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute, genau. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Die Dschungel-Ossis sagen hasta luego. Und ein schönes Wochenende. Bis dahin.